Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, sehr geehrter Herr Minister. Vorneweg zu der Aufregung von zuerst. Ganz ehrlich, wie man reinschreiten in den Wald, so klingt es halt auch manchmal dann heraus. Und ich glaube, das werden auch da herinnen einige Kolleginnen und Kollegen aushalten und nicht ganz so wehleidig sein, wie man da sich heute schon gegeben hat. Ja. Was man vielleicht dazu sagen sollte und was jetzt nämlich von meinem Vorredner nämlich ausgeklammert wurde, ist, dass Österreich ja mit dieser Problematik nicht alleine dasteht, sondern ganz Europa steht mit dem Problem da, dass eben vor allem sehr niedrigpreisige Medikamente schlecht verfügbar oder schwer verfügbar sind, dass aufgrund des Auslagerns der Produktionsketten, vor allem nach Fernost, China, Indien, in der Wirkstoffproduktion vor allem, dass damit einfach uns hier in Europa in der Medikamentenversorgung in der Vergangenheit ein Bärendienst auch erwiesen wurde. Jetzt kann man sagen, okay, wie lösen wir dieses Problem? Und dieses Problem werden wir eben nicht alleine als Österreich lösen. Dieses Problem müssen wir europäisch lösen. Das müssen wir auf EU-Ebene lösen. Jetzt weiß ich schon, die Kolleginnen und Kollegen der Freiheitlichen Partei sind jetzt nicht unbedingt für Multilateralismus bekannt und sind auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass man eben europäisch denkt und dass man über die Festung Österreich hinaus eben denkt. Aber das wäre halt eben notwendig, dass wir uns eben Gedanken darüber machen, wie wir das auf europäischer Ebene lösen. Und dafür wird ja gearbeitet. Es geht ja darum, dass wir dieses Problem auf europäischer Ebene lösen, dort, wo es gelöst werden muss. Und in der Übergangszeit bis dorthin braucht es eben auch hier einzelne Maßnahmen, die wir eben hier auch heute ergreifen werden. Und die machen wir nicht aus Jux und Tollerei, sondern die sind ja in Abstimmung mit dem pharmazeutischen Großhandel eben getroffen worden. Wenn man von Bürokratiemonster spricht, weil man den Leuten hier herinnen eben weismacht, dass hier eben extreme Bürokratie aufgeblasen wird und dass das ja eigentlich zuwider derjenigen, die das Ganze umsetzen müssen, dann läuft, da muss ich halt dazu sagen, ja, Entschuldigung, da hat ja die Fago ja sich genauso mit dran beteiligt. Und das ist ja in Absprache mit denen passiert. Da kann man jetzt schon reinschauen und kann sagen, ja, das stimmt alles nicht, aber zumindest der pharmazeutische Großhandel war hier eingebunden. Ich weiß schon, der Kollege Kaniak gehört anscheinend zu jenen, die es besser wissen, aber er kann ja morgen gerne bei der Fago nachfragen und kann ja mit dem pharmazeutischen Großhandel dort gerne nachfragen. Dort wird man ihm gerne Auskunft geben, aber vielleicht hängt es vielleicht auch daran, dass er nicht Teil des pharmazeutischen Großhandels ist. Also vielleicht ist er auch deswegen ein bisschen sauer. Zu guter Letzt möchte ich noch einen Abänderungsantrag einbringen, und zwar zum Top 22, und zwar Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralf Schaum, meiner Kolleginnen und Kollegen, zum Antrag 3762-A der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralf Schaum, meiner Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arzneimittelgesetz geändert wird, 2367 der Beilagen Top 22. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert. Die Novellierungsanordnung Ziffer 2 betreffend § 95 Absatz 23 erhält die Ziffernbezeichnung 4. Begründung: Es handelt sich um die Bereinigung eines redaktionellen Versehens. Ich bitte um breite Zustimmung sowohl für den Abänderungsantrag als auch für den zugrunde liegenden Antrag. Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung. Am Wort ist der Magister Greit Lorca. Bitte, Herr Abgeordneter.